Sie wurden von ihren Eltern ins IS-Gebiet verschleppt oder dort geboren. Kinder mit deutscher Staatsbürgerschaft. Im Irak sitzen mindestens 6 von ihnen im Gefängnis. Die Bundesrepublik versucht nun, diese Minderjährigen nach Deutschland zu holen. Die Kinder von radikalisierten Eltern. Grundsätzlich zielt die Radikalisierungspropaganda von Organisationen wie dem IS nicht nur auf Männer, sondern auch, und zwar insbesondere in den letzten Jahren zunehmend, auf Frauen. Man hat die Frauen auch als Zielgruppe entdeckt, die auch helfen können, ihre eigenen Männer zu unterstützen und zu radikalisieren, aber eben auch die familiären Grundlagen zu schaffen. In Propagandavideos zeichnet der sogenannte Islamische Staat das Bild einer heilen Familienwelt mit glücklichen Kindern. Doch die Realität sieht anders aus. Schon Kleinkinder werden zu Kämpfern ausgebildet, manche sogar zum Morden gezwungen. Dennoch fielen viele auf die Propaganda rein. Rund 940 Menschen sind aus der Bundesrepublik ausgereist, um sich der Terrormiliz anzuschließen. Unter ihnen auch Nadja Ramadan aus dem bayerischen Landshut. 2014 reiste die junge Frau nach Syrien. Inzwischen sitzt sie dort im Gefängnis mit ihren beiden Söhnen. In einer Videobotschaft fleht sie die Bundeskanzlerin um Hilfe an. Ich bin kein Terroristin. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin hergekommen. Bitte helfen Sie mir, damit ich mit meinen beiden Kindern von hier rauskomme. Umstritten ist nun, ob auch von den Kindern eine Gefahr ausgeht, wenn sie aus den Kampfgebieten und möglicherweise traumatisiert nach Deutschland kommen. Der Verfassungsschutz warnt vor möglichen Risiken. Doch bei Kleinkindern, für die sich die Bundesregierung jetzt einsetzt, sei das Zurückholen aus Sicht der Sicherheitsbehörden weitgehend unproblematisch.